Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, das würde mich auf jeden Fall freuen. Der 19. Spieltag in der Bundesliga steht an. Wir haben alle 9 Spiele in der Zusammenfassung, also leider wieder keine Konferenz. Ist momentan zeitlich einfach nicht möglich, aber alle Spiele. Und ich unterstreiche nochmal, das ist eine Prognose, nehmt das alles nicht so ernst. FIFA spielt das, FIFA macht manchmal gutes, manchmal schlechtes Zeug. Das ist das Endprodukt. Los geht's mit Dortmund gegen Freiburg. Der BVB konnte zuletzt dann gegen Frankfurt doch noch den Kopf aus der Schlinge herausbekommen. Ganz spät drehte man das Spiel. Man kam ab der 70. Minute deutlich besser ins Spiel und gewann dann am Ende nicht mal mehr unverdient mit 3:2. Gegen den SC Freiburg am Freitagabend wurde es ein nicht unbedingt leichteres Unterfangen, wobei zu Hause der BVB häufig gegen die Breisgauer gut aussieht. Freiburg zuletzt mit dem 2:2 gegen Bielefeld. Marco Reus mit dem ersten richtigen Ausrufezeichen. Nach 14 Minuten musste eine Standardsituation herhalten. Ein super getretener Freistoß. Upphoff wäre wohl chancenlos gewesen. Marc Flecken nach Corona-Infektion noch keine Option gewesen. Upphoff sah ja gegen Bielefeld nicht unbedingt immer so richtig gut aus. Der SC Freiburg fand dann aber auch in sein gefährliches Offensivspiel. Jeong, viele Transfergerüchte, die sich um ihn ranken, den legt er super zurück. Und aus dem Rückraum Roland Salai. 19. Minute, aus dem Nichts das 0:1, der BVB vollkommen von der Rolle. Wie konnte das bloß passieren? Mit diesem Resultat ging es nun auch erstmal zum Pausentee, war doch durchaus überraschend, da der BVB das Spiel beherrschte. Und Freiburg machte im zweiten Durchgang genau da weiter. Nadelstiche nach vorne. Jeong! Was für ein Tor. Abgerutscht eigentlich dieser Schuss. Er wird länger und länger und Kobel ein bisschen zu weit vorm Kasten, aber der kann eigentlich nicht auf seine Kappe gehen. 0:2. Der BVB musste aufmachen, Freiburg kann das perfekt nutzen. Salai, Superpass auf Jeong. Jeong vor Kobel, 0:3. Es war wie im Albtraum für den BVB, das Spiel machen, vorne aber die Dinger nicht reinmachen. Symptomatisch dafür nochmal diese Szene, 10 Minuten vor dem Ende. Eckball erstmal geklärt. Dann Haaland und Reus aus kürzester Distanz scheitert an Upphoff in der 80. Minute. Der Ball wollte nicht rüber. Es war wie verhext. Der BVB verliert am Ende sogar deutlich mit 0:3. Natürlich viel zu hoch, aber der SC Freiburg überzeugt hier in seiner Effizienz. Der VfB Stuttgart muss sich anfangen, mehr und mehr darum zu sorgen, gegen wen die Punkte zusammenkommen sollen. 0:0 gegen Greuther Fürth. Nun RB Leipzig zu Gast. Nicht unbedingt das, was man sich erhoffte, zumindest wenn man bedenkt, dass RB Leipzig doch aktuell formstark daherkommt. Angelinho hat die erste sehr große Chance. Nach 6 Spielminuten testet er Florian Müller. Leipzig, das kann man wohl sagen, unter Tedesco finden sie so langsam zu ihrer alten Stärke. Auf andere Art und Weise natürlich, aber sie sind doch im Offensivspiel nunmehr deutlich kreativer. Szoboszlai mit dem Ballgewinn. Im Strafraum der Stuttgarter darf natürlich nicht passieren. Er legt zurück. Angelinho, Kevin Kampel zu Christopher Nkunku. Der Mann der Stunde in der 16. Spielminute mit dem 1:0 für die Gäste. Drückende Überlegenheit in der Anfangsphase führte zu diesem Treffer. Der VfB Stuttgart brauchte ein wenig, um in die Partie hineinzufinden. Wataru Endo dann aber mit diesem schönen Schuss. 21 Minuten hier knapp von der Uhr. Aus der zweiten Reihe dann der Mann mit der Nummer 3. Doch Gulaschi greift über und kratzt den raus. Der VfB Stuttgart aber mittlerweile gut in diesem Spiel angekommen. Karasor legt den Ball raus zu Massimo. Eigentlich eine nicht so gute Ballmitnahme. Er kommt trotzdem zum Abschluss. Gulaschi pariert. Sascha Kalajdzic kann abstauben. Steht hinter dem Ball. Kein Abseits. Und so ging es
mit 1:1 in die Pause. Der VfB Stuttgart verdiente sich das. Leipzig ließ dann nach vor der Pause, kam aber auch wieder besser rein nach Wiederanpfiffen. Nkunku, Henrichs, André Silva, Szoboszlai. Ging ein bisschen zu schnell hier alles für den VfB. Adams, Angelinho zu André Silva, der hat jetzt zu viel Platz. Befindet sich auch in einem Lauf. Wenn ihm zu viel Platz im Strafraum geboten wird, lässt er sich da meistens nicht mehr lumpen. Eckball, Szoboszlai, Kopfball von Guardiol, zu hoch angesetzt. Zeigte aber wieder, dass RB Leipzig hier drauf und dran war, zu erhöhen. Ein guter Auftritt von Rasenballsport. Der VfB Stuttgart war hier doch teilweise etwas überfordert, vor allem in der Defensive. Nur wenige Minuten später, Nkunku zu Szoboszlai, Kampl, wieder André Silva, Doppelpack vom Portugiesen. 68. Der VfB Stuttgart war hier einfach immer ein Schritt mindestens zu spät. Das wurde eiskalt bestraft. Doch die Schwaben gaben sich nicht auf. Das ist Borna Sosa. Kalajdzic sieht Chris Führich und er hämmert drauf. Und der war drin. 2:3. Und noch über eine Viertelstunde zu spielen. Von der Unterkante der Latte. Knapp, aber deutlich hinter die Torlinie geprallt dieser Ball. Es gab aber nicht mehr das große Aufbäumen. Stuttgart kommt zu spät zurück und verliert mit 2:3 gegen Leipzig. Der erste FC Köln ist durchaus positiv als Überraschung hervorzuheben in dieser Saison. Platz 6 ist das aktuell und so wollte man nach dem Sieg gegen die Hertha auch gegen den FC Bayern München aufmucken. Und wie sie das taten, 11. Minute, Anthony Modest mit dem 1:0. Die Bayern angestachelt nach der Niederlage mit Rumpfelf gegen Borussia Mönchengladbach. Und jetzt auch dieser Rückstand, er sollte aus Bayerns Sicht nicht lange Bestand haben. Sané, guter Abschluss, tolle Parade von Schwebe. Müller setzt aber nach und sieht Serge Gnabry im 16er ziemlich freistehend. Dieser markiert das 1:1. Zu kurz hat dieser Vorsprung gehalten. Die Bayern spielten sich nun in einen regelrechten Rausch. Robert Lewandowski, ein paar Übersteiger. Einmal Schwäbe ausgeguckt, kein Gegnerdruck, dann passt er ganz gut da ins linke Eck. Auch rein, Spiel gedreht, der FC Bayern München rollte weiter. Lewandowski bekommt wieder zu viel Platz, Sané fällt dabei vor die Füße und auch der fackelt nicht lange rum. 39 Minuten gespielt, 1:3, Schwäbe ist noch dran, der war aber auch zu gut geschossen. Immer noch nicht Pause. Lewandowski, was für ein Pass auf Sané, der lupft zu Thomas Müller. 44. Minute, 1:4. Absoluter Wahnsinn, was dann abging nach der 1:0-Führung vom 1. FC Köln. Bayern drehte richtig auf. Das war für den 1. FC Köln nicht mehr so richtig wegzustecken. Zweiter Durchgang, Freistoß. Position äußerst genüsslich für Robert Lewandowski. Den setzt er aber doch relativ deutlich über den Querbalken. Der fällt zu spät runter. 18 Meter für den ein oder anderen Freistoßschützen. Auch etwas zu dicht. Die Bayern setzten nochmal gut nach zu Beginn der zweiten Halbzeit. Der 1. FC Köln war jetzt mehr auf Schadensbegrenzung aus, was unter Baumgart nicht unbedingt so gewöhnlich war, aber doch verständlich in Anbetracht eines 1:4 Rückstands und unter dem Gesichtspunkt, dass der FC Bayern wirklich in Laune war. Hier Schwebe, der das 1:5 verhindert. Danach trudelte das Spiel aus. Keine weiteren großen Highlights, keine weiteren Tore vor allem. Köln verliert nach Führung doch sehr deutlich mit 1:4 gegen die Bayern.
Sowohl der VfL Wolfsburg als auch die Hertha befinden sich in richtig brenzliger Lage. Der VfL Wolfsburg hat hier aber zumindest den besseren Anfang auf der Seite gehabt, auf der eigenen. Und Wout Weghorst markiert in genau dieser Phase auch das 1:0. Ganz schlecht verteidigt von der Hertha, dieser Eckstoß. Um nicht zu sagen, eigentlich gar nicht verteidigt. Und es schlichen sich auch Fehler ein. Darida, da werden sie sich nicht einig. Franks holt sich den Ball. Arnold zu Wout Weghorst. Renato Steffen zum 2:0. 20. Minute. Das Spiel gegen den VfL Bochum aus Wolfsburger Sicht am letzten Sonntag war grauenhaft und auch als neutraler Beobachter, was für ein schlechtes Spiel man da geboten bekam, war nicht zu glauben. Hier bekamen wir Chancen auf beiden Seiten. Mittlerweile die Hertha auch besser angekommen. Das ist Belfodil, der allerdings nur das Gestänge des Tores außen trifft. Die Netzhalterung, um genau zu sein. Vor der Pause aber die Hertha noch einmal mit einem kleinen Sturmlauf. Mittelstädt mit Darida, der sich da dreht. Darida! Castells mit der Parade. Darida hatte ja auch das Tor geschossen, das die Hertha gegen den 1. FC Köln zurück in die Partie brachte, machte dann aber in der 90. Minute auch den Fehler, der letztendlich die Entscheidung für die Geißböcke bedeutete. Wolfsburg hatte nach vorne gar nicht mehr so viel Akzent im ersten Durchgang. Eins zeigten sie aber noch. Steffen Wrangs zu Maximilian Arnold. Da kann man dann auch nichts mehr machen. Schwolo fliegt, aber vorbei. Kann man sicherlich kritisieren, dass Arnold da überhaupt keinen Gegnerdruck bekommt. Und das sollte man auch kritisieren. Ergebnis 3:0 bei Wolfsburg gehen die Muskel in der Mundwinkelpartie etwas nach oben. Die Hertha brauchte erstmal ein bisschen, damit das wieder zustande kommt. 50. 3:1. Marco Richter sollte jetzt die große Wende kommen von Taifun Korkut und seinen Mannen. Es sah ein bisschen danach aus. Jovetic legt quer. Belfodil. Jovetic! Das ist kein schlechtes Sturmduo, Jovetic und Belfodil. Nur zu selten konnten sie bislang in dieser Saison gemeinsam auflaufen und auch ihre Form bestätigen. Das Spiel ging in die Schlussphase. Der VfL Wolfsburg spielte es dann doch recht locker runter und markierte in der 88. Minute sogar noch das 4:1. Steffen schließt ab, Stark wird getunnelt. Schwolo kann nur hinterher schauen. Es blieb beim 4:1 sehr deutlich, vielleicht ein Treffer zu hoch, aber die Hertha war doch an diesem Nachmittag schon deutlich schlechter. Der 1. FSV Mainz 05 begrüßt den Tabellennachbarn vom VfL Bochum. Die Bochumer dürften sehr zufrieden sein aktuell. 11. Platz und zuletzt Wolfsburg geschlagen, also auch gut aus der Winterpause gekommen. Der 1. FSV Mainz 05 möchte den Fehlstart gegen die Mainzer, gegen die Leipziger natürlich, beim 1:4 wieder gut machen. Aber, und darin sind schon einige gescheitert in dieser Saison, Manuel Riemann beim VfL Bochum hielt seinen Kasten erstmal sauber. Mainz bei der Niederlage gegen Leipzig auch sicherlich von der Unterzahl, der sehr langen Unterzahl, beeinträchtigt. So zogen sie hier ein sehr gutes Offensivspiel auf. Jae-Sung Lee, er hatte getroffen zum zwischenzeitlichen Anschluss gegen Leipzig, sollte am Ende aber nichts mehr bewirken. Manuel Riemann hier wieder der beste Bochumer bis dahin. Kurz vor der Pause, dann Jae-Sung Lee mit dem Fehler. Wittmer kann es auch nicht klären. Sebastian Polter nochmal raus zu Holtmann. Gerrit Holtmann sieht Pantovic. Wow! 43. Minute 0:1. Klasse abgelegt und eine super Abnahme. Hätte man sich eigentlich auch gerne noch ein paar Mal öfter angeschaut. 0:1 nach 45 Minuten wusste dann keiner so richtig, wie das eigentlich zustande kommen konnte. Mainz eigentlich die klar bessere Mannschaft. Der VfL Bochum gewohnt auswärts schwach. Und so
dann hier die Großchance. Onisivo holt sich den Ball, scheitert aber erstmal natürlich am Riemann. Aber Burkhardt setzt nochmal nach. Widmer geht da viel zu leicht vorbei. Widmer mit der Flanke. Da ist Jae Sung Lee. 56. Minute. Packt da den Fallrückzieher aus. Riemann irrt irgendwo im 5-Meter-Raum herum. Da sah er dann diesmal nicht ganz so gut aus. Aber ohne ihn würde es schon lange 3-4 Tore für Mainz stehen. Aber wie dann der VfL Bochum sich in dieser Saison schon oft gezeigt hat, dann doch wieder bissig, doch wieder aggressiv und doch wieder trotzig sich wirklich wortwörtlich dem Abstieg entgegenstemmend hier ein Versuch, der aber im Keim erstickt werden konnte. Es war eine relativ offene Schlussphase. Der erste FSV Mainz 05 nimmt sich der Sache noch einmal an. Widmer zu Burkhardt. Karim Onisivo. Was für ein Tor. In der 86. Minute haut er den Ball nochmal oben in den Knick. Da ist dann auch Manuel Riemann vollkommen ohne jegliche Abwehrchance. Die Entscheidung in dieser Partie, sie fällt sehr spät und sehr bitter für den VfL Bochum. Mainz war aber die bessere Mannschaft und verdient sich über die 90 Minuten gesehen auch diese 3 Punkte. Der erste FC Union Berlin beeindruckt von Woche zu Woche. 2:2 gegen Bayer 04 Leverkusen ist mittlerweile für Union Berlin eigentlich schon Business as usual, was wiederum nicht so gewöhnlich ist. Das ist Hoffenheim auf Platz 3. Diesen wollten sie unterstreichen, aber sie taten sich extrem schwer hier, wie schon so viele Mannschaften an der alten Försterei. Erste Chance Behrens, gehalten von Baumann. Aber Union setzte nach sehr guter Anfangshalbe Stunde der Eisernen. Trimmel bringt die Flanke. Kopfball Bürste Behrens. Kevin Bürste Behrens vom SV Sandhausen findet sich doch tatsächlich mehr und mehr ein. Ja, er ist nicht absolute Stammkraft, aber für seine Kopfballstärke unter anderem wurde er von den Sandhäusern geholt. Tolle Parade, aber auch von Baumann. Von Hoffenheim relativ wenig zu sehen im ersten Durchgang. Geiger zu Kramaric, der hat diese genialen Pässe zu Ilas Bebu. 0:1 aus dem absoluten Nichts. Gleiche Höhe, ganz knapp. Aber Jeckel hebt das abseits auf. So ging es erstmal mit 0:1 weiter. Union Berlin aber trotzig. Behrens zieht Otschipka. Der stand ebenfalls nicht im Abseits. Bastian Otschipka, ja, den hatten schon sicherlich einige abgeschrieben. Aber Union Berlin ist ja auch irgendwie ein bisschen berüchtigt dafür, Bundesligaspieler, von dem man nicht mehr so viel vielleicht erwartet hatte, nochmal zurückzubringen. Und Bastian Otschipka erlebte gerade seinen zweiten, ja vielleicht sogar dritten Frühling. Hier scheitert er ganz knapp. Etwas mehr als 10 Minuten in Durchgang 2 gespielt. Union Berlin machte einfach weiter. Kruse zu Grischa Prömel. Und endlich hatten sie ihren hochverdienten Ausgleich. Prömel, der auch doppelt traf gegen Bayer 04 Leverkusen, zeigt sich momentan wirklich in richtig guter Verfassung. Aber plötzlich wieder mal was von den Sinsheimern. Mit Kevin Akpoguma zurückgelegt zu Baumgartner, der nochmal rüber. Geiger, Jorginho Ritter hat dann die größte Chance im zweiten Durchgang für Hoffenheim. Verfehlte diese aber und so endet diese Partie schiedlich-friedlich mit 1:1. Topspiel am Samstagabend zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer 04 Leverkusen. Gladbach hat gegen den FC Bayern München mit 2:1 gewinnen können. Auf jeden Fall beeindruckend, auch nach Rückstand eben zurückgekommen. Das müssen sie nun gegen Bayer 04 Leverkusen bestätigen. Und bei Leverkusen weiß man in dieser Saison nie, was man so recht bekommt. Hier erstmal defensive Anfälligkeit. Christoph Kramer mit der Hacke zu Leiner. Vielleicht der Mann des Spiels gegen den FC Bayern München. Radetzky hier mit einer guten Parade. Florian Wirtz treibt den Ball. Guter Pass zu Schick. Patrick Schick, Sommer hält, aber der trudelt. Richtung Torlinie, aber nicht
in vollem Umfang. Wir erinnern uns an diese Szene, als Sommer den mit den Fingerspitzen 1 Millimeter vor Überschreitung des vollen Umfangs noch rauskratzte. Hier war es aber sein Abwehrkollege. Leverkusen aber wurde stärker. Moussa Diaby. Der absolute Wahnsinn. Hinschauen und staunen. Sommer fliegt nur, aber kann nichts ausrichten. Die 1:0-Führung für Bayern 04 Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, aber mit Wut im Bauch. Neuhaus sieht Embolo und der macht das 1:1 in der 32. Minute. Leverkusen gut besetzt im Strafraum, 5, 6, 7 Mann, aber sie kommen einfach nicht an den Ball und kassieren so den Ausgleich. Die Fohlen wurden nochmal gefährlicher. Vor dem Seitenwechsel Stindl in der 41. Minute, aber Lukas Radetzky kann noch einmal seine Klasse auf der Linie beweisen und holt ihn raus. Wäre sicherlich auch nicht unverdient gewesen, diese Führung für Gladbach nach 45 Minuten. Ein 1:1 war aber auch durchaus in Ordnung. Gladbach aber war besser zu Beginn von Halbzeit 2. Embolo legt den raus, eigentlich etwas zu weit. Neuhaus holt ihn aber gut und in der Mitte findet er Lars Stindl. Der sich einfach besser bewegt als Tah, hat auch einfach als Stürmer die Möglichkeit, den Weg vorzugeben. Tah muss darauf reagieren, tut er zu spät. In dem Fall das 2:1 für Gladbach. Aber die nächste Chance folgte auf dem Fuße. Diaby kommt nicht durch. Bakker sieht Demir bei. Kerem Demir bei. Das Netz zappelt. Demir bei ärgert sich. Mit voller Wucht haut er den ans Außennetz. Stunde jetzt gespielt. Gladbach zog mittlerweile das Kontern in Betracht und das in außergewöhnlicher Manier. 61. Minute, 3:1. Breel Embolo setzt sich hier durch. Da sieht Tinkapi alles andere als gut aus. Es konnte dann sogar fast der nächste Treffer noch fallen in dieser Partie. Wir springen aber schon in die Schlussphase. Ball rausgelegt. Diaby zu Würz noch einmal. Zu Robert Andrich, der verpasst das 3:2. Es wurde also nicht mehr spannend. Gladbach gewinnt das Topspiel am Samstagabend. Verdient mit 3:1 gegen Leverkusen. Sonntagnachmittag, der FC Augsburg empfängt Eintracht Frankfurt in der WWK Arena. Die Eintracht musste dieses ganz bittere 2:3 gegen Dortmund erstmal verkraften, konnte dann gegen Augsburg aber zu alter Stärke, die sie auch im ersten Durchgang zeigten, gegen Dortmund zurückfinden. Philipp Kostic mit dem ersten Test gegen Rafael Gikiewicz, der den Ball zum Eckball klären kann. Und diesen Eckball, den schauen wir uns an. Philipp Kostic für seine Standards auch durchaus gefürchtet, bringt den gut auf Rafael Boré. Der läuft auf den ersten Pfosten, kommt auch ran mit dem Kopf. Setzt den aber knapp am linken Pfosten vorbei. Gikiewicz mit seiner Flugeinlage wäre er wohl trotzdem nicht mehr an den Ball gekommen. Kurz vor dem Seitenwechsel Fehler Jauve Leo. Lindström erobert ihn. Dann im Zusammenspiel mit Kamada. Jaichi Kamada läuft allen davon und schießt zum 1:0. 44. Spielminute kurz vor dem Pausenpfiff. Dieser wuchtige Schuss. Vollkommen verdient von Augsburg nach vorne nicht zu sehen. Gegen Hoffenheim konnten sie ja noch in Führung gehen. Aber hier war relativ wenig zu sehen. Es war eher so, dass Frankfurt in Durchgang 2 auf den nächsten Treffer drückte. Mit Jibril So, der war wieder da aus Frankfurter Sicht zum Glück. Kamada Boré. Jetzt aber wieder Gikiewicz, der erfolgreichere von beiden. Boré hatte doch einige Abschlusssituationen, wurde bis dahin aber noch nicht mit einem eigenen Treffer belohnt.
Augsburg kam eigentlich nur dazu, Bälle rauszuschlagen. Sie kam postwendend zurück. Boré wird ja auch hart bearbeitet, bleibt aber stehen. Boré an den Pfosten, Kostic setzt aber nach und macht das 0:2. Sogar Lattenkreuz, aber Kostic ist eiskalt, nutzt aus, dass da Giekewitz nicht rechtzeitig aufstehen kann. Und entscheidet mit diesem Treffer auch diese Partie. Frankfurt gewinnt, eigentlich noch zu niedrig mit 2:0, aber die 3 Punkte nimmt die Elf von Oliver Glasner sehr gerne mit. Zum Abschluss des 19. Spieltags in der Schüco Arena, Arminia Bielefeld gegen Greuther Fürth. Auf dem Papier nicht unbedingt ein fußballerischer Leckerbissen, aber Bielefeld zeigte sich doch hier und da spielstark gegen den SC Freiburg, und auch Greuther Fürth kann ja hin und wieder mal so manches Bundesliga-Team überraschen. Und so auch hier ein guter Anfang der Kleeblätter. Stefan Ortega hat aber etwas dagegen und pariert erstmal diesen Schuss. Greuther Fürth aber deutlich besser. Auswärts irgendwie ohne Druck, ein bisschen selbstbewusster. Arminia Bielefeld ließ sie aber auch spielen. Nielsen zu Leveling. Tillmann nun, ja, 14. Minute. Zumindest bis dahin war es gut gespielt. Der geht aber doch sehr deutlich auf die Ränge. Doch Greuther Fürth ließ sich nicht wirklich beeindrucken. Es gab nochmal einen Abschluss, wieder aus der zweiten Reihe, eigentlich überhastet abgeschlossen. Aber auch hier wird nochmal deutlich, Arminia Bielefeld, ja, im letzten Moment waren sie dann vielleicht doch aufmerksam, aber so unter dem Strich war es ein beängstigender Auftritt aus Bielefelder Sicht, sehr negativ gesehen. Es ging gar nichts nach vorne, sehr enttäuschender Auftritt der Arminen. Da hatte man sich doch nach dem zweiten Durchgang gegen Freiburg wirklich mehr erhofft. Die Gäste hingegen zogen ihr Spiel weiter durch. Das ist Paul Seguin, der sieht außen Meier Höfer. Seguin bekommt den Ball wieder, setzt ihn etwas zu hoch an, aber sie näherten sich weiter an. Stefan Ortega springt da dann noch gegen den Pfosten, verletzte sich dabei zum Glück nicht, kann ja auch mal schlecht ausgehen. Ging dann relativ schnell wieder. Jetzt vielleicht mal was mit Okugawa. Vasiliades, Okugawa, Seguin passt auf und es geht in die andere Richtung. Mal wieder Leveling. Branimir Hrgota im Strafraum. Branimir Hrgota! 77. Minute. Das 1:0. Der Lucky Punch für Greuther Fürth. Der entscheidende Treffer holt den zweiten Saisonsieg ein. Unglaublich, aber vollkommen verdient. Biederer Auftritt der Bielefelder. So werden die Arminen auf keinen Fall in der Liga bleiben. Jo, das soll es mit dieser Prognose wieder gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und adios.